Können Iris Klein und Yvonne Wölke das Kriegsbeil endlich begraben? Wenn es um das Thema Mobbing geht, kommen sie nämlich endlich auf einen gemeinsamen Nenner. Das Promi-Leben ist nichts für schwache Nerven. Obwohl es sicherlich auch seine Vorteile haben dürfte, muss man ein ziemlich dickes Fell haben, um die ständigen Hasskommentare nicht zu nah an sich herankommen zu lassen. Yvonne Wölke, 42, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man im Netz zur Zielscheibe der Kritiker wird. Überraschenderweise stellt sich nun ausgerechnet Iris Klein, 56, auf ihre Seite und rechnet mit den Mobbern ab. Ein kleines Friedensangebot aber von Anfang an? Yvonne hat ihren Hatern eine deutliche Ansage gemacht. Denn schon seit langem erreichen sie immer wieder schlimme Hassnachrichten. Leute, es reicht. Es ist ein Punkt gekommen, wo ich das alles nicht mehr ertrage. Ihr könnt mich scheiße finden, mich kritisieren. Aber das überschreitet hier alle Grenzen, klagt sie auf Instagram. Ich muss auf mich und meine mentale Gesundheit achten. Deshalb wolle sie die furchtbaren Nachrichten von nun an einfach löschen. Auch Peter Klein, 57, hat sich anschließend auf seinem Kanal gegen Mobbing ausgesprochen. Ich bin wirklich erschüttert, weil ich es nicht nachvollziehen kann, dass Menschen so boshafte Gedanken haben können, erklärt er. Diese Art von Hate, die Yvonne derzeit ertragen muss, die sind einfach Hass. Außerdem stellt er klar, dass das Drama um die vermeintliche Affäre nun ein Ende haben muss, weil die Personen, die es letztendlich betrifft, die haben damit eigentlich abgeschlossen und von daher sollte es gut sein. Und jeder sollte diese Situation so akzeptieren. Wir erinnern uns, zwischen Peter und Yvonne soll es hinter den Dschungelcamp-Kulissen gefunkt haben, woraufhin Iris sich von ihrem Ehemann getrennt hat. Lasst doch einfach diesen Hass, umso überraschender ist es, dass sich jetzt auch Iris gegen den Hass äußert, den Yvonne über sich ergehen lassen muss. Mein Nochmann hat ein wirklich tolles Statement abgegeben. Ich mache das Ganze mit meinen Kindern ja schon seit 10 Jahren mit. Aber es ist toll, dass er jetzt mal was dazu sagt. Danke dafür nach 10 Jahren, sagt sie in ihrer Story. Und sie lässt sich auch ein kleines Scheidungsupdate entlocken. Wir beide haben Frieden mit der Sache geschlossen und es läuft jetzt alles über die Anwälte. Wir hoffen, dass wir die Scheidung bald durchbekommen. Die wird in Deutschland sein. Ich habe zugestimmt und es läuft alles. Deswegen gibt es keinen Grund mehr, in der alten Suppe weiterzurühren. An den Liebesgerüchten von Peter und Yvonne stört sie sich mittlerweile auch nicht mehr. Ob die beiden jetzt glücklich miteinander werden, ist mir mittlerweile wirklich Wurst. Ich bin in einer tollen Beziehung und alles ist gut. Also lasst doch einfach diesen Hass in alle Richtungen, fordert sie. Dafür, dass Iris auf ihrem Kanal ebenfalls gegen Mobbing ausspricht, erfreut Yvonne sich sehr. Begeistert schreibt sie: Ich freue mich sehr, dass auch Iris auf meine Story reagiert und sich öffentlich gegen den Hass stellt. Ich hoffe von Herzen, dass sie das ernst meint und glaube daran. Als Zeichen würde ich mich freuen, wenn du den Seiten entfolgen würdest, die mich seit einem Jahr systematisch mobben und Gewalt androhen und dich nicht mehr daran beteiligst. Ich freue mich darauf, dass das nun endlich ein Ende haben wird. Denn auch Hass und Hetze gegen Iris Klein und niemand anderen gestatte ich auf meiner Seite.